Seit der OM1 Anfang des Jahres ist OM Systems wieder in aller Munde und die Fans der ehemaligen Olympus-Kameras haben den Wechsel sehr gut angenommen. Da die OM1 aber sehr an den Profi gerichtet ist, gerade was den Funktionsumfang und den Preis betrifft, kam nun die Entscheidung, ein abgespecktes Modell auf den Markt zu bringen. Was die OM5 aber so drauf hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Wie wir es auch schon von der Olympus um die EM5-Reihe gewohnt sind, haben wir ein kleines, leichtes, aber dennoch sehr robustes Gehäuse. Diesmal jedoch mit dem neuen IP53-Rating. Egal ob Sonne, Regen, Wind oder Schnee, diese Gehäuse sind dafür da, dass man sie immer mit dabei haben kann, um den Moment festzuhalten. Obwohl der Body sehr kompakt ist, haben wir weiterhin viele Einstellungsmöglichkeiten und Knöpfe für die schnelle Bedienung an den Fingerspitzen und müssen somit nicht in den Untermenüs herumgeistern. Die Verbindungsmöglichkeiten am Gehäuse sind aber leider dadurch zum Opfer gefallen, dass das Gehäuse so klein ist. So haben wir auf der linken Seite zwar einen Mikrofon- und Kopfhörer-Klinkenanschluss, allerdings nur Micro-HDMI und Micro-USB und keinen USB-C. Bei den Speicherkarten werden OS2-Karten unterstützt, aber im Gegenteil zur OM1 steht hier nur ein Slot zur Verfügung, es kann also kein direktes Backup erstellt werden. Beim Display wird auf ein Nike- und Schwenkdisplay gesetzt, was vielleicht viele von euch freuen wird. Ein schöner Retro-Stil-Body bringt aber nichts, wenn wir damit keine guten Fotos machen können. Hier haben wir bei der OM5 einen 20-Megapixel MFT-Sensor verbaut. Die Industrie wirft aktuell sehr gerne hohe Megapixelzahlen durch den Raum. Wir finden aber, dass diese Auflösung für das meiste reicht, was wir so für uns privat festhalten wollen. Auch hiervon kann man größere Leinwände drucken, wenn man möchte. Falls ihr aber sagt, für meine Landschaftsfotografie brauche ich mehr, viel mehr, kein Problem, auch die OM5 hat einen High-Res-Modus. Hierbei werden mehrere Fotos erstellt und dann in der Kamera verrechnet, um eine höhere Auflösung zu erzeugen. So könnt ihr 80 Megapixel Aufnahmen mit einem Stativ oder 50 Megapixel sogar aus der Hand erstellen. Achtet hierbei aber bitte auf eure Motive. Wenn sich in den Bildern etwas bewegt, kann dies zu Verrechnungsfehlern führen, wie man hier zum Beispiel auf dem Bild sehen kann. Altbekannte Features wie die Live-ND-Filter, in diesem Fall haben wir ND16, Live-Composite und Bulb sowie Pro-Capture sind natürlich auch am Start, wie man es auch von anderen Olympus- oder OM-System-Kameras gewohnt ist. Neben den ND-Filter, welcher nur im Fotobereich geht, uns aber nun mal auch Geld sparen kann, finden wir besonders das Pro-Capture immer gut, wo die Kamera sowohl vor als auch nach dem Auslösen der Kamera bereits ein paar Bilder macht und man sich dann den perfekten Moment einfach heraussuchen kann. Das Ganze bringt aber natürlich auch nichts, wenn man dann nur unscharfe Fotos hat. Hier können wir aber alle beruhigen, OM Systems hat mit der OM5 einen neuen verbesserten Autofokus spendiert. Der Gesichts- und Augenautofokus arbeitet nun sehr solide und falls mehrere Personen erkannt werden, kann man schnell zwischen den einzelnen Menschen hin und her wechseln. Für alle Naturfotografen aber ein kleiner Einschnitt, Vogel- oder Tiererkennung haben wir hier leider nicht an Bord. Eine DSLM ist heutzutage aber nichts ohne Video. Da hat sich die OM5 auch nicht lumpen lassen. Mit den aktuellen Standards wie 4K in 30 FPS und Full HD mit 120 FPS könnt ihr solide arbeiten. Besonders der neue verbesserte Bildstabilisator hilft euch dabei. Hier haben wir eine Stabilisierung von 6,5 und mit kompatiblen Sync-Objektiven sogar ganze 7,5 Stufen. Ruhige Aufnahmen aus der Hand sind also gar kein Problem. Für laufende Aufnahmen empfehlen wir aber weiterhin einen Gimbal. Das alles ist auch schön gut, aber unser Highlight im Videoaspekt ist tatsächlich das Hochkant-Video. Es mag nach einer unwichtigen Funktion klingen, aber wenn ihr viel mit Social Media macht, werdet ihr feststellen, dass es super nervig ist, wenn man ohne das Feature viel in Hochkant filmt. Videos werden nämlich dennoch immer als horizontales Footage aufgenommen. Um es dann im Hochkant über Instagram und Co. zu teilen, müsst ihr das Ganze erst einmal drehen und neu abspeichern. Dank der OM5 fällt dies dann weg und ihr könnt es direkt ohne Umwege ins Netz jagen. Ein kurzer Sales Pitch für eine schöne Aktion. Wie bei der OM1 gibt es zum Release der Kamera auch wieder eine schöne Aktion. Wenn ihr die Kamera bis zum 30.11.2022 bestellt, bekommt ihr die Garantieerweiterung auf insgesamt 5 Jahre. Leider ist diesmal kein zweiter extra Akku mit dabei. Falls ihr direkt zuschlagen und die Kamera vorbestellen möchtet, findet ihr natürlich den Body sowie diverse Bundle bei uns auf der Webseite. Wir verlinken diesmal ganz schamlos hier oben rechts und in der Videobeschreibung.
Die OM5 kommt noch mit einer Handvoll kleiner Besonderheiten, die wir allerdings sehr charmant finden und kurz einmal zusammenfassen möchten. Erstens USB-Streaming. Auch die OM5 hat die Möglichkeit, direkt als Webcam genutzt zu werden. Sobald man die Kamera an den PC anschließt, wird diese sofort in Programmen wie Zoom, Skype oder Teams erkannt und kann benutzt werden. Ein Feature, was leider Leute immer wieder übersehen oder ignorieren, aber was vor allem in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist, um ein professionelles Bild in den Online-Meetings abzugeben. Zweitens, SternaF. Es klingt vielleicht richtig unnötig, aber viele, die dieses Feature mal genutzt haben, schwören da drauf. Da es für MFT super Weitwinkelobjektive mit großen Offenblenden gibt, zum Beispiel das Olympus 17mm Blende 1.2, finden wir die Kamera sehr gut für Astrofotografie. Der Modus macht auch genau das, wonach es klingt. Es fokussiert korrekt auf die Sterne. Oftmals ist es für normale IF-Systeme schwierig, hier genau zu arbeiten und das Arbeiten mit manuellem Fokus und Live-View ist einfach mühsam. Testet es am besten mal selber aus. Drittens, Fokus-Stacking. Kleine Kameras eignen sich oft sehr für kleine Fotomotive. Dank der weiten Auswahl an MFT-Objektiven gibt es hier auch viele Makrolösungen. Kombiniert man das nun mit dem Fokus-Stacking-Feature, nimmt die Kamera mehrere Bilder in verschiedenen Fokusdistanzen auf und erzeugt so ein Bild mit größerer Schärfentiefe. Was wir uns noch für die nächsten Modelle wünschen würden, wäre ein schnelleres UI oder Menü. Es war hier manchmal etwas träge, vor allem wenn man Fokusvergrößerungen machen wollte, um die Schärfe im Nachgang zu kontrollieren. Und zu einem Tieraugen-Autofokus würden wir auch nicht Nein sagen. Oder USB-C. Alles in allem ist es vom Gefühl her eine Olympus OMD EM1 Mark III in einem verbesserten EM Mark V Gehäuse mit ein paar Vorteilen der damaligen Technik und ein bisschen extra wie USB-Streaming und Hochkant-Video. Wer also einen robusten, schnellen oder dennoch kleinen Begleiter für seine Reisen und Geschichten sucht, der wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Wäre die Kamera was für euch mit dem MFT-Sensor? Habt ihr eventuell schon eine Kamera von Olympus oder könnt sogar ein paar Erfahrungen mitteilen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar. Eventuell könnt ihr anderen Fotografen noch bei der Entscheidung helfen. Wir würden uns auf jeden Fall über ein paar Berichte freuen. Und wenn ihr schon mal da unten seid, naja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.